Im letzten Tageslicht am Forellenbach, eigentlich der Zeitpunkt, an dem er einpackt und nach Hause geht. Doch für mich geht es heute erst los. Ich besuche heute einen Kumpel, der im Sommer nachts mit der Spinnrute auf Bachforellen unterwegs ist. Wie das Ganze funktioniert, das will ich mir heute mal zeigen lassen. Viel Spaß! Uhr, die erste kleine Bachforelle, jetzt geht's los. Wenn wir hier nachts am Forellenbach unterwegs sind, dann brauchen wir einen Köder, bei dem wir die Bisse gut spüren, weil wir ja nicht auf Sicht angeln können. Außerdem brauchen wir einen Köder, der ganz wenig Hänger verursacht, weil wir nicht immer genau sehen, wo wir hinwerfen, weil es eben dunkel ist. Deswegen benutzen wir ganz kleine Gummifische mit Einzelhaken und ganz leichten Bleiköpfen. Das Gewässer, an dem wir hier unterwegs sind, ist ein ca. 5 Meter breiter, flacher, glasklarer Forellenbach mit relativ viel Pflanzenbewuchs. Es ist also nicht so einfach hier zu angeln, dafür kann man natürlich auch schöne Fische fangen. Was natürlich nachts beim Forellenangeln besonders wichtig ist, dass man noch vorsichtiger und noch leiser am Ufer entlang geht wie am Tag. Die nächste Stelle, die wir jetzt probieren, ist im Hintergrund ein kleines Wehr. Besonders interessant, Straßenlaternen und dadurch etwas Restlicht im Wasser. Uhr, eine wunderschöne Bachforelle. Nachtangeln auf Bachforellen funktioniert. Um kurz vor Mitternacht geht jetzt unser nächtlicher Forellenausflug zu Ende. Florian, herzlichen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Ich danke auch. Ich bin erstaunt. Du hast Wort gehalten. Wir haben eine große Bachforelle bekommen. Richtig. Danke nochmal. Bitte. Wir sehen uns und wir sehen uns auch. Servus. Servus.